Mitspieler sollen Angst gehabt haben vor Spajic. War das der wichtigste Baustein? Unter Androhung von körpferlicher Gewalt und so weiter. Also das sind kann man auch Hierarchie aufbauen. Also das sind natürlich Dinge, wo man sagt, ja, und du wirst es ja besser wissen, das blieb ja nicht nur bei Drohungen. Also von daher sind schon die richtigen Schlüsse gezogen worden. Ich frage mich nur, was ist im Vorfeld passiert worden? Was ist denn konkret passiert, wenn du das sagst? Ja, es hat wohl Rangeleien dann in der Kabine gegeben zwischen unterschiedlichen Spielern und Spajic. Und dass das natürlich, und wenn der dann noch weiter für die erste Elf nominiert ist, ist das natürlich klar, dass dann sowohl die Autorität des Trainers als auch die Hierarchie in der Mannschaft gefährdet ist. Das ist ja völlig klar. Ja, wie wichtig das ist, hat Thomas ja eben schon mal betont. Und wenn man überlegt, dass Emil Spajic so als sogenannter Abwehrchef damals, als der grande Senior in der Abwehr, dass der jetzt gar nicht mehr dabei ist. Johan Giroud ist nicht mehr Kapitän, spielt auch zurzeit nicht mehr. Selbst ein Gideon Jung wird ihm jetzt vorgezogen. Also da hat man schon Veränderungen vorgenommen, so wie Herr Bruchhang das auch gesagt hat, die analytisch ganz wichtig waren und die natürlich dann am Ende auch diesen Unterschied ausmachen, dass man stabiler ist. Nach Spajic. Du hast es ja sicherlich mitbekommen. Gab es keine Alternative? Ich bin Vorstandsvorsitzender, ich sitze oben im Büro und unten. Die Kabine ist das Reich des Trainers und jeder hat bei uns seine Aufgaben. Es gibt aber heutzutage auch Laptops, Handy, da kann man das dir auch nach oben spielen, wenn du nicht nach unten möchtest, sozusagen. Wie gesagt, aber dafür hat man dich ja nicht geholt, dass du da oben sitzt und aus dem Fenster schaust, ne? Nein, ich schaue, doch, es ist doch so, jeder hat seinen Aufgabenbereich und die Autorität des Trainers ist das allerhöchste Gut. Und ich hatte auch in all den 28 Jahren, wo ich Manager war, habe ich nicht ein einziges Mal in der Kabine, ich war selbst Trainer, 6 Jahre in der dritten Liga. Ja, und wenn irgendein Funktionär, irgendein Fuzzi da in die Kabine gekommen wäre und hätte zur Mannschaft gesprochen, dann hätte ich rausgeschmissen. Und daran habe ich mich selbst immer gehalten. Das was man reglementiert, das macht man in Gesprächen mit im Dreiergespräch mit dem Manager und dem Trainer. Das macht man, kann man auch in meinem Büro machen. Aber alles andere im Bus und in der Kabine, das ist das Reich des Trainers und da muss die Autorität muss einfach geschützt sein. So habe ich es immer gehandhabt. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber jeder kann sein. Es hat sich nichts geändert. Aber trotzdem, um solche Entscheidungen zu treffen, um so einen Spieler wie Spajic wegzuschicken, müssen ja doch involviert gewesen sein, was vorgefallen ist. Der Trainer wird sie doch mit ins Boot genommen haben, gesagt, wir müssen das machen, weil klar, so und so. Die Trennungsgespräche Spajic, die muss ich schon selbst machen. Ein paar Dinge muss ich auch machen.